Herr Ahrens, ich würde ja gerne meine Fenster einsetzen, aber wo soll ich hinsetzen? Innenbündig, außenbündig, Mitte, ein Drittel weiter vorne, Drittel, zweites Drittel eher innen. Wo kommt das genau hin und was sind so die Vor- und Nachteile? Ich würde das gerne wissen. Das alles und ein bisschen mehr gibt's in diesem Video. Mein Name ist Luca Ares, bin Geschäftsführer und Gründer der ARK Energy GmbH. Das heißt, wir kümmern uns um Schallschutz, Schallemissionsschutz, Brandschutz, DGNB-Planung, im Großen und Ganzen um das Thema Fördermittel, alles was mit Schall, alles was mit Brandschutz zu tun hat, für Ihr Gebäude. Egal, ob es die Dachgeschossaufstockung ist, das große Mehrfamilienhaus aus Bauträger oder doch, dass wir von einem Hochhaus reden, das wovon wir auch gerade, ich glaube, aktuell 3 Stück betreuen. Genau. Jetzt aber zu dem Video. Es geht um die Einbausituation der Fenster, bedeutet, sitzen die weiter innen in der Leibung, weiter außen. Ich habe mal 2 Skizzen mitgebracht. Version 1, ein dämmendes Mauerwerk. Version 2, ich habe ein Kalksandsteinmauerwerk mit einer Fassadendämmung. Und jetzt geht es darum, wo kommt mein Fenster hin? So, die Situation gilt quasi auch für den Bestand, weil Bestandsmauerwerk plus Dämmung. Und dämmender Stein halt ohne Dämmung. Ich einen dämmenden Stein aus dem Bestand mit einer Dämmung, diese Skizze im Prinzip einfach von der Nachvollziehbarkeit verwenden. Genau. So, wir fangen mal an mit dem hier. Also, im Optimalfall sollte das Fenster in der Mitte liegen. Bedeutet im mittleren Drittel. Also haben wir vom Prinzip her ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Ich gehe mal davon aus, dass man das nicht besonders gut lesen kann, aber verstehen kann. Also das Fenster sollte sich in dem mittleren Drittel bewegen. Warum? Ihr müsst euch vorstellen, meine thermischen Verläufe durch mein Mauerwerk sind ja hier warm, innen, kalt, außen. So, also sollte das Fenster irgendwo in der Mitte liegen, damit wir quasi der Wärmestrom, der hier in der Mitte ist, genau auch hier Mitte ist. Dass die Hygrothermen, so heißt das, also die... Wenn ich mir quasi eine Wärmebrücke ansehe, wie so die Temperaturverläufe sind in so einem Bauteil im Fenster, quasi harmonisch laufen. So habe ich am optimalsten Wärmebrückentechnisch dieses Ganze aus. Ich kann das Fenster auch innenbündig setzen, ich kann das Fenster auch außenbündig setzen oder quasi weiter raus, weiter rein, je nachdem wie ich das möchte. Ich könnte theoretisch auch sagen, okay, dieses Mauerwerk hier vorne interessiert mich eigentlich gar nicht. Nehmen wir mal rot. Und mein Mauerwerk würde hier sogar schräg abknicken. Das würde auch genauso gehen, weil das hier vorne hat gar nicht so eine starke Dämmwirkung. Könnte ich auch innenseitig genauso machen, wenn ich das wollen würde. Spielt jetzt nicht so die besondere Rolle. In der Regel sind die Fenster hier immer in der Mitte. Wichtig ist ja wieder noch zu gucken, wie sieht mein Rollladenkasten überhaupt aus. Video davor. Und dementsprechend muss mein Fenster ein bisschen weiter innen oder ein bisschen weiter außen sein, damit das gleichmäßig ist. Also nicht gleichmäßig. Das Fenster passt sich ein bisschen der Position des Rollladenkastens an, weil das ja eine gewisse Größe hat und ich den ja nicht innenbündig haben möchte und nicht rausgucken haben oder reingucken haben möchte. Angenommen, ich habe jetzt einen Aufsatzrollladenkasten, also einen Vorbaurollladenkasten, also Rahmen weiter nach oben und dann den Rollladenkasten davor gesetzt, dann hätte ich so einen Versprung. Das kann man in der Regel mit einem Dämmblock ausdämmen oder man kann es einfach so lassen und es ist unkritisch, sage ich jetzt mal. Aber das heißt, da ist die Position ein bisschen vom Rollladenkasten abhängig, was man immer mit berücksichtigen sollte. Dementsprechend sollte auch geplant werden, welcher Rollladenkasten kommt überhaupt, wie wird der eingesetzt und gemacht. Das sind Planungssachen, die machen wir in der Regel nicht, weil wir sind Energieberater in dem Sinne oder Schallschützer, wir geben Vorgaben vor. Wie das konkret eingebaut werden hat, ist Aufgabe des Architekten bzw. der, der es nachher einbaut. Das heißt, wenn Sie dort Hilfe brauchen, ist es okay. Bei uns aber zum Beispiel nicht im Standardauftrag mit drin, weil es nicht unser Gewerk ist. Ich habe davon halt sehr viel Ahnung, weil wir das auch Sachverständige auch begleiten. Aber als Auftrag für Wärmeschutz ist es zum Beispiel nicht drin. So, jetzt haben wir hier ein Mauerwerk und jetzt hier gibt es eigentlich die Situation nur, dass das Fenster eigentlich hier liegen sollte. Also es sollte außenbündig von meinem Stein sein. Und warum? Damit meine Dämmung mindestens 3 cm, besser 6 cm drüber gucken laufen kann. Und dadurch habe ich hier diese Wärmebrücke minimiert. Angenommen, wir hätten jetzt hier noch eine Fensterbank dran. Und theoretisch fertig.
Angenommen jetzt, ich habe jetzt ein Bestandsmauerwerk und mein Fenster sitzt in der Mitte. Das will ich gerade aufskizzieren, weil ich denke, das ist vielleicht doch für viele wichtig. Das heißt, ich habe irgendwie so ein dickes Mauerwerk, so einen fetten Klinker oder sowas dergleichen. Und jetzt möchte ich das auch dämmen von außen. Soweit, so gut. Erstmal nur was hier vom Prinzip her. Und mein Bestandsfenster, eigentlich sieht das so aus. Das heißt, ich habe irgendwie einen Anschlag außen. Und mein Fenster sitzt eigentlich hier davor. Bedeutet, mein Fenster sieht zurzeit im Bestand so aus. Jetzt habe ich ein Problem, weil ich kann hier ja gar nicht richtig andämmen, weil hier brauche ich den Platz eigentlich schon für, dass hier meine Fensterbank überhaupt rankommt. Das bedeutet, das hier muss weg, damit ich da überhaupt dran dämmen kann. Das heißt, ist das Fenster im Bestand vorhanden, schon ausgetauscht? Und wir würden jetzt im Nachgang nur die Dämmung machen, dann müssten wir vorher, dürfen wir das so gar nicht ausführen, dann müssten wir vorher das hier wegnehmen, bedeutet, das Ganze würde dann so aussehen und wir würden jetzt eine Dämmung einsetzen, die hier um die Ecke geht, sage ich jetzt mal. Eine Dämmung, hätte jetzt hier meine Dämmung, darauf gegeben, falls eine Abdichtung, falls Granitmauerwerk etc. das System und hätte hier meine Fensterbankanschluss. Wichtig wäre jetzt hier, dass das hier auch gedämmt ist. Jetzt in der Situation, die Fenster sind schon getauscht worden. Ob zweifach oder dreifach ist jetzt erstmal egal und ich würde nachträglich dämmen, dann wäre das hier von der Einbausituation. Wenn ich quasi die Fenster neu mache, würde ich die Fenster direkt außenbündig setzen, auch im Bestand. Hier bitte darauf achten, wenn ihr das selber kontrolliert, dass die Verschraubung, die ich ja hier irgendwie machen muss, dass die hier ausreichend gegeben ist. Also diese Überdeckung muss eine gewisse Dicke haben, je nach Schraubenhersteller, also oder Zulassung der Schraube. Meistens Durchmesser mal X. So, ich habe ein anderes Video dazu gemacht, wo ich darauf ein bisschen detaillierter eingegangen bin. Das gerne dazu ansehen. Aber das ist auch ein wichtiger Punkt. Angenommen, das wäre nicht möglich, dann würde man hier so einen Flansch machen, vielleicht sogar um die Ecke, je nachdem, und das von hier fixieren oder von hier dann irgendwo fixieren, damit das gegeben ist und mein Fenster hier nicht ausbrechen kann und dadurch Einsturz, also nicht einsturzgefährdet, aber gefährdet wäre, dass das Fenster bei einem Aufprall eines Menschen oder dergleichen gegen das Fenster aus dem Mauerwerk rausbrechen könnte. Das ist kein Scherz, kann man tatsächlich regelmäßig sehen. Googelt das mal, findet man verrückte Sachen zu. Und aus dieser Sicherheitslücke oder Sicherheitsthematik solltet ihr unbedingt darauf mitachten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Unter dem Video drückt ihr auf mehr. Da sind zwei Links. Ein Link, um sich hier zu bewerben, weil ihr sagt, ey, cooler Laden, cooles Thema, würde ich gerne arbeiten, auch 100% remote möglich. Thema 2. Ihr findet es spannend, ihr wollt uns als Auftragnehmer haben, also ihr wollt uns beauftragen für euer Bauvorhaben, sei es zum Thema Fördermittel, Schallschutz, Wärmeschutz, Brandschutz, DGNW, Nachhaltigkeitszertifizierung. Dahingehend dafür der Zweitlink. Dort könnt ihr Daten eintragen, schon Unterlagen hochladen und euch quasi direkt bei uns melden. Das heißt, wir sehen das, melden uns dann bei euch und dann sprechen wir vielleicht schon bald miteinander. Mein Name ist Luca Ahrens von der ARK Energie. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.